Willkommen, meine Freunde. Nein, ich bin's wieder, der Waverholt, und wir sind diesmal auf Dirty Quadrant. Und es ist natürlich ein doch schon eher böses Spiel. Zerg gegen Terraner auf Quasposi. Hier oben ist der Bliven und hier unten ist der SZVK. Oh mein Gott, Humans! Oh mein Gott, der erste Tag in 15 Games. Ja, es ist leider jetzt immer noch vom letzten Patch. Mit dem neuen Patch sind ja einige gute Neuerungen dazugekommen, die ich mir schon angeguckt habe. Mit denen umzugehen, perfekt sie einzubauen, ich noch lernen werde und hoffe, das auch richtig gut umsetzen werden können tun. Was kann ich zu Delta Quadrant sagen? Naja, es gibt so einen Spruch. Als Zerg auf Delta Quadrant gegen Terraner, mach Sixpool oder schreib gleich GG. Ist natürlich nur in den Pro-Ligen so. Es soll eine Karte sein, die Terraner extrem bevorteilt und Zerg eher benachteilt. Das liegt an verschiedenen Dingen, die ich nicht erläutern möchte jetzt, weil ich auch nicht unbedingt sage, dass ich alles kenne oder ob ich das Richtige kenne. Ich mache mir da nur meine Vermutung hinzu. Und genauso wie immer Lost Temple verschrien war. Aber ich glaube, jeder Zerg kann hier trotzdem eine gute Vorstellung abliefern. Vor allem, wenn es nicht gerade im highesten Pro-Bereich sich befindet. Wir sehen ja eine lockere Raffinerie, die gezeigt gleich mit der Kaserne kommt. Und gleichzeitig hier der Pool, der auf 10, 12 kam. 12, 10, 10. Ich sage einfach 10. Wir gucken, was ihr aus der gesamten. Nee, warte mal, da müsst ihr. Egal. Ihr habt's gesehen, wann er kam. Circa. Von der Zeit her. Es war ein später, es war eher ein Ego-Bild und sowas finde ich immer gut, weil das bedeutet immer, dass es doch ein etwas längeres Spiel wird. Ja, im ZVZ würde ich das nicht so unbedingt empfehlen. So, gescoutet wurde. Hier drüben wurde auch gescoutet. Aber er kam nicht ganz rein. Der Marine hat seine Kniffe gesagt. Du kommst dann doch an. So, Robotic Command ist da. Mir sollte vielleicht mal gecooldown werden. Drei süße Dröhnchen machen sich in den Extraktor, der ein bisschen rumdampft, damit der Brutsteinpool hier auch demnächst kommen kann. Leider, diese Brutstätte, mal gucken, ob er das sieht, dass er das, ja, er sieht es auf jeden Fall. Sofort gescoutet worden. Das WWF, also da, schickt jetzt die Queen runter. Halte ich jetzt nicht unbedingt für die Idee des Tages. Hätte ich lieber ein kleines Schwünkchen an Zergling produziert, weil es nicht gesichert ist, dass die Queen das hier alles überleben wird. Hier vorne ein Zergling steht rum und beobachtet die Choke, falls da mal irgendwas rauskommen sollte. Was macht der Terra weiter? Zweite Raffinerie kommt. Keine mehr Marines, also mit einem harten Push, weil Wardens auch nicht zu gegen Zerg. Also schöner harter Marine Push und das, die ganze Sache wäre super gelaufen. Hier kommt dann im Gegensatz die Fabrik. Und an die Walks wird gegangen. Er weiß ja, Brutstätte kommt. Das heißt, so früher Ambition wird nicht kommen. Oh ja, Mama Queen, komm! Oh, die ist so lahm. Oh, jetzt kommt mal Speedy, weil dann plötzlich nämlich hier die Echse gespawnt ist und dann ist sie wieder. Jetzt wird sie wieder schnell, dann wird sie wieder schlagen. Sehr schnell und wieder. Oh, jetzt müsste sie hinterherlaufen und das wird sie einfach nicht schaffen. Aber hier oben ist bereits eine zweite Queen dabei und die wird das restliche WWF hoffentlich schnell zacken. Leider natürlich einiges gut gescoutet. Zack, da ist das WWF tot. Hat mehr als genügend gescoutet. Wildtron jetzt am Start. Und solange die Echse hier unten nicht läuft, auf jeden Fall gut viele Wildtrons. Pump war hier weiterhin trotzdem nur Marines. Stimpak könnte man erforschen. Kaserne Nummer 2 kommt und das Tech Lab. Also höchstwahrscheinlich gleich hier eine Belagerungstechnik. Wir sehen des Weiteren, die Kommandozentrale wird schon mal gebaut. Die zerstörbaren Trümmer werden von den drei Marines immer noch angegangen. Und hier vorne steht ein Marine like a Berserk. Jetzt sehen wir schon Siege Mode, Belagerungstank. Terra-Style. Die Queen, die steht hier unten. Ein bisschen zu Playblock ist der Zerg. Merkt er irgendwie gerade nicht. Weil so für die Queen reicht es nicht, weil. Ja.
Und jetzt kommen wir erstmal für Ovis hinterher. Also ich werde nicht die höchsten Spieler sein. Ist ja auch nicht schlimm. Ich gucke mir auch gerne Leute an, die nicht overskilled sind, weil die manchmal auch interessante Arten haben, ein Spiel zu sehen und auch anzufangen. Metabolismus sollte auf jeden Fall drin sein für die Zerklinge, weil man braucht es immer. Man kann sich am Anfang ein bisschen sparen, aber später dann sollte man es schon machen. So, wenn hier an beiden Bases gemeint wird, warum auch der Stachelkrabbler immer hier hinten steht, wahrscheinlich eher so für Alien-Harassers, das ist auch gar nicht so die schlechte Idee. Hier des Weiteren noch das Starport am Start hier und der Reaktor, aber immer noch keine Marodeure. Belagerungspanzer ist da, Siege-Mode ist auch ready, aber er wird noch nicht aufgestellt. Hier ist die Kommandozentrale, die wird noch zum Open Command ausgebaut und jetzt sind auch die Orks weg. Zerg sollte also anfangen, auch mit noch ein bisschen zu expandieren, könnten dann zum Beispiel hier nach hinten gehen. Aber pumpt erstmal Roaches und Mars. Hat den Extrakt hier unten noch nicht besetzt, weil, oh ja, bis jetzt hat sich das einfach noch nicht ergeben. Geht sofort auf die Verseuchung. Hat auch noch kein Bening-Nest und auch noch kein Metabolismus-Schub. Ist jetzt die Frage, was kommt dort? Erstmal 7 Drones. Finde ich auf jeden Fall gut. Der Terraner ist recht defensiv. Der Zergling von hier vorne ist jetzt zum Watchtower gegangen. Und ja, zurzeit nicht so viel, was man sehen kann. Sollte man sich in dem Moment entweder einen Obi schnappen oder den sogar dann zum Overseer ausbauen, dann kann man immer noch so einen kleinen hinsetzen, der noch ein bisschen rumlaufen kann. Des Weiteren kommt dann auch hier erstmal Hydras, das heißt, er wird dann auch nicht so krass beim Zerg einschlagen, was jetzt natürlich auch kommen könnte. Wenn natürlich ein Fast Tech gekommen wäre auf R, dann hätte der Terra doch schon Probleme gehabt. Siege Tanks immer noch nicht gesieged. Aber hier ein kleiner Scout-Zergling wurde geopfert, um einfach mal die Lage zu peilen. Hier jetzt ein paar mehr Queens, die sollten wahrscheinlich gleichzeitig die Sache absichern. So, Terra Scan. Ja, der muss nicht aus seiner Base raus. OP! Akzeptiert so wie es ist und dann ist das auch gut. So, hier unten gehen die Roaches drauf, beziehungsweise drei Roaches, weil der Rest kommt nicht ran. Ist jetzt nicht unbedingt die unschlagbare Kombination. Man könnte hier auch mehr nehmen. Aber der Kühlswert, der wird jetzt auf jeden Fall gut angefangen. Jetzt gibt es auch hier noch Gas, weil, ganz einfach, eigentlich reicht für Roaches, wenn man aus hier so pumpt, reicht das. Aber jetzt fängt er noch an, nebenbei zu tanken. Das heißt, er braucht noch ein bisschen mehr Gas. Also hat er sich erstmal gekonnt. Das nächste noch reingemacht. Also wird er wahrscheinlich eine Roach Hydra-Kombo spielen oder auch nicht. Er hat jetzt schon eine Hydra mit draußen. Hat jetzt auch hier ein Infested Terran. Ja, die kann man schmeißen, aber eigentlich heißt das Ding Verseucher alias Infesto. Sein Gegner derzeit rückt raus. Und ja, das Bow wird erforscht. Finde ich immer eine sehr gute Maßnahme. Sollte man als Zerg auf jeden Fall dabei haben. Vor allem, wenn man den Infestation Pit gesetzt hat und halt auch die Infestors spielt. Weil die können sich ja schon von Grund auf, sobald ein Graben erforscht ist, auch durch den Boden bewegen. So wie die Roaches mit ihrem gefürchteten Upgrade. Genauso würde ich bei der Masse an Roaches auch die Glia-Neubildung, also das Speed-Upgrade, genauso den Metabolismus-Schub empfehlen. Und vielleicht mal eines der Upgrades. Zur Not halt einfach nur die der Bodenpanzerung. Damit das alles mal Hand und Fuß hat. Zweite Brutstätte in Base gesetzt. Hier unten das nicht abgeräumt. Geht jetzt quasi, wird zu inaktiv, finde ich. Ja, also der Zerg hat gut angefangen. Stachelkrabbler jetzt hier zur Verteidigung. Er guckt nicht, was der Gegner wirklich hat. Hat jetzt gesehen, der Gegner kommt ein bisschen raus. Ne, hat er nicht gesehen. Hat nur langsame Units. Könnte recht schnell ins Gesicht bekommen von seinem Gegner. Hat kein Binding Nest, was gegen Marines, die immer beim Terraner kommen. Also zu 90% kommen immer Marines. So, jetzt kommen die Tanks und jetzt haben wir gleich ein Problem. Yeah. Wow. Oh, als hätte er es gesehen. Genau da war die Linie und genau da ist er zurückgegangen. Ja, wir sehen hier Zerg stark overminced. Sollte auf jeden Fall ein paar Obis an den Start bringen. Könnte jetzt auch schon Tech 3 an den Start bringen. Was er halt auch immer will. Sollte hier auf jeden Fall die Hatcheries ein bisschen bespaßen und vielleicht hier die untere Ex doch noch nehmen, weil er muss auf jeden Fall hinterherkommen. Er ist wahrscheinlich, ja, wie gesagt, nicht so der High-Spieler. Ist aber auch nicht schlimm. Jetzt geht's dem Obi ein bisschen an Knagen. Knagen! Bumm! Und da feuern die Tanks. Wir haben einen Marine und ganz schön viele Tote von dem anderen. So, also zurzeit ist noch nicht so viel passiert. Wir gucken mal APM-technisch, wie es da steht. Da ist der Zerg doch schon ordentlich dabei und wir sehen, es ist jetzt nicht so der Pro-Zerg, ja. Aber
Er hat mehr EPM als der Darkie. Zum Beispiel. Das zeigt wieder, wie präzise Darkie seine EPM macht. Und er ist ja eher nicht so der EPM-lastige Mensch. Aber das wird wahrscheinlich darauf hinausgehen, dass es hier ein Go geben wird. Das heißt, entweder, also Terra wird gleich vorgehen oder sich immer mehr ranziehen. Und dann gibt es im Endeffekt ein Battle. Und wer das gewinnt, der hat gewonnen. Na, Terra jetzt hier schon auf der dritten Base. Also mit zwei Dingern, mit zwei Echsen. Zerg immer noch nicht. Es geht hier ein Zerg-Ding ran. Das ist natürlich jetzt auch nicht die Welt. Sollte er vielleicht ein bisschen mehr machen. Er zieht sich jetzt hier ein bisschen zurück. Man könnte natürlich als Terra auch ein bisschen was mehr machen. Wir gucken mal gerade in die Kamerasicht. Jetzt bewegt es auch. Gut, das ist. Okay, da wird sie gerade gezielt. Da kann er hier ein paar auf jeden Fall abgreifen. Aber er kommt nicht weiter ran. Da muss er sich zurückziehen. Das macht er auch in dem Falle sehr gut. Und mit den Infestoren würde ich jetzt glatt vorgehen. Eingraben, Bow nach vorne und hier überall die grünen Bälle schmeißen. Die Tanks, die servieren sich gegenseitig ab. Ist immer eine sehr lustige Art und Weise. Gibt's ja auch immer gerne im Tank-Battle, alias Tank-Schach. Ja, dass man Linge waste. Und immer noch keine Banelinge am Start. Werden hier Upgrades gezogen ohne Ende. Aber es wird nicht so viel produziert, wie es eigentlich gemacht werden müsste. Er hat so viel Overmins. Er müsste sich eigentlich leisten. Jetzt kommt das Speed-Upgrade. Hat übrigens jetzt den Tank 3 gemacht. Das heißt, er bräuchte auch am besten die Adrenalin-Drüsen einfach für die Crack-Dinge. Und verliert jetzt eigentlich einfach alles. Er hat viel zu wenig Supply. Wir sehen, Terra hat 119 Supply. Der Zerg nur noch so wenig. Das ist einfach nichts. Also der Zerg wird es leider verlieren. Weil ihm bestimmte Need-Upgrades einfach gefehlt haben. Sowas wie Speed-Upgrades, die sind einfach Pflicht. Und jetzt kommt auch das GG ohne wirklichen Kampf. Naja. Ist jetzt eher nicht so von Spannung geprägt gewesen. Aber ich lasse es trotzdem drin, weil es nicht in die Länge gezogen wurde. Wir sehen daraus. Bei Zerg braucht man bestimmte Dinge gegen bestimmte Leute. Das Speed-Upgrade muss viel, viel früher kommen. Damit hätte er die Marines auch angehen können. Er war viel zu passiv als Zerg. Das kann man nicht machen. Weil sonst macht er der Terraner genau das. Weil das ist das stärkste Terraner-Bild mit für, also im Casual-Bereich, sage ich immer. Mars-Tanks mit Siege-Mode. Abgesehen davon, dass hier viele Tanks hinten stehen, weil kein Waypoint gesetzt wurde. Und dazu einfach Mars-Marines einfach dazu geaddet. Die zum Beispiel gegen Muten und sonstiges was helfen sollen. Und die noch mit Stim ausgerüstet. Jetzt vielleicht noch 2, 3 Medivacs. Auch für die Sicht für die Tanks. Und schon ist man bedient. Oh, Verzeihung. Ja. Also, wir haben was draus gelernt. Was man als Zerg braucht, ist auf jeden Fall bestimmte Upgrades. Man sollte auch nie zu passiv spielen. Natürlich sollte nicht immer in die Tanks reinrennen. Aber die Echse hier hinten hätte er sich viel, viel schneller holen können. Hat er jetzt hätte er erst die Möglichkeit gehabt. Die Goldechse hätte er noch haben können derzeit, bis sein terranischer Freund da gewesen ist. Und wenn, dann einfach auch mal Ami an den Start bringen. Ja, wenn er sie tanks, das ist halt doch schon einiges. Und die haben 20 Kills, ja. Und die verbrauchen halt auch ihren Supply. Und deswegen sieht es am Ende halt irgendwann mal so aus. Und dann hat man als Zerg was falsch gemacht, auf jeden Fall. Weil wenn man immer nur kleine Truppen reinschickt, in so ein Tank-Gemäsche, dann ist das nichts. Da muss man wirklich schon mit einer größeren Front reinkommen, dann zerstört man auch alles. Dann hat man wieder positiv gemacht. Also, ich hoffe, ihr konntet was daraus lernen. Wie gesagt, als Zerg braucht ihr bestimmte Dinge. Feindes Bane, das hat hier auf jeden Fall gefehlt. Und, ja. Supply, Supply, Supply. Und Eier, Eier, Eier. Der Anfangsbild war recht gut, doch dann leider zu passiv geworden. Also, falls du das mal siehst, SZVK, du hast das Zeug dazu, ein guter Zergspieler zu werden, bist du ja an sich schon gut. Um noch besser zu werden, würde ich dir halt nur empfehlen, versuch aggressiver zu spielen. Das heißt jetzt nicht, dass du ständig angreifen musst. Aber die Echse hier hätte locker delayen können und jetzt mindestens das Doppelte an Echsen haben müssen. So mal grob über den Daumen gepeilt. Aber, ich sag dir schon, Delta Quadrant, was soll man da machen? Okay? Ich bin der Wayward, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich bin raus.